Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Craft Until You Die. Eine neue Aufnahmesession, in der wir Zombies verprügeln und uns über riesige Ressourcenanforderungen wundern. Aber das ist Craft Until You Die. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal in den Kommentaren gelesen. Einige schreiben, oh krass, wie unbalanciert ist das bitte? Man darf immer nicht vergessen, es ist ein Modpaket, was von Leuten in ihrer Freizeit gestaltet wird. Und da sind natürlich auch ein paar Dinge dabei, die vielleicht nicht ganz so geil gebalanced sind und so weiter. Aber ich muss sagen, dass dieser Fortschritt hier zwar zäh, aber doch irgendwie dann belohnend ist. Deswegen macht mir das weiterhin viel Spaß, das Modpaket. Und was ich jetzt mal machen werde, ist als erstes meinen noch vorhandenen Skillpunkt in den Packesel zu investieren. Um einfach noch mehr Slots hier zu haben, damit wir nicht permanent überladen sind. Und dann machen wir mal die Questreihe weiter. Wo sind wir dann eigentlich? Wir sind bei 17 von 20, wobei ich mir unsicher bin. Doch, den wird er nicht mit reinrechnen, den fehlgeschlagenen im Turm, ne? Wir haben ja immer noch ein großes Defizit an Erfahrungspunkten. Wie ihr seht, unten links mein Erfahrungsbalken ist immer noch rot. Na du? Gib mir mal Erfahrungspunkte. Ui, das tut mir leid. Gib mir mal Erfahrungspunkte, wollte ich sagen. Da haben wir noch ein Prügelpeter-Magazin bekommen. Mau hier mal auf. Irgendwas ist draußen vom Zaun oder hier im Hof? Ich guck mal ganz kurz. Ich müsste eigentlich außen rumlaufen können. Ey. So. Ruhe ist. War hier oben nicht auch? Da war auch noch eine Kiste, ne? Ne, eine Tasche ist da. Mhm. Gut, die Werkbank auseinandernehmen hat nicht viel gebracht. Das brachte nur ein bisschen Eisen schmeißen. Was haben wir hier? Potassium, das ist sehr gut. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Was war hier drin? Sand und Cobblestone und Lehm nehmen wir auch mit. So, ich habe auch nochmal gelesen, dass die Schusswaffen hier in dem Anfangsstadium wirklich nicht viel bringen. Weil ich ja letztes Mal sagte, es wäre doch irgendwie ganz geil, wenn wir ein paar Schusswaffen finden oder uns selber bauen würden. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Ja, wie geht's denn hier rein? Ach, übers Dach. Alles klar. Das ist das mit dem Geier da oben, ne? Ja. Wir müssen jetzt einen Geier starten. Typischer Vanilla-Spot. Hole ich ihn jetzt? Ich hole ihn jetzt, komm. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Dann müssen wir hier den... Oh, das war knapp. Medizin mit nur Papier. Ja, das ist ein relativ alter Vanilla-Spot, das Ding hier. Dich retten wir natürlich, sehr wichtig. Da ist zu, also geht's hier hoch. Ich glaube, das Ding hatte ich auch mal irgendwann als Basis, meine ich, mich erinnern zu können. Aber ich bin mir unsicher, ob es das Haus war. Es war auf jeden Fall eins mit den... Mit einem offenen Dach. Oh, das ist ja sehr aufdringlich. Guck mal, noch ein Magazin. Und hier gab es einen Skillpunkt zum Lesen. Sehr schön. Okay, aber jetzt brauchen wir noch einen Punkt. Ob wir in den Chefkoch gehen? Das Kochen dauert schon sehr lange, ne? Und wir finden mehr verwertbare Lebensmittel. Da unsere Essenssituation echt schrecklich ist, investiere ich jetzt da rein, auch wenn es bestimmt sinnvolle Punkte gäbe, die wir investieren könnten. Okay.
immer soweit. Munition haben wir jede Menge. Kann man auch alle klein machen. Genau, da hat noch jemand geschrieben, ich habe so Plastikflaschen die ganze Zeit gesammelt und aufgehoben. Die kann man auch scrappen. Das habe ich mir noch nicht so ganz dran gewöhnt, was man hier auseinandernehmen kann. Ich meine, klar kann ich Heizkörper und alles zerschlagen. Es ist mir schon bewusst, dass es hier auf jeden Fall... Was war denn das für ein Geräusch? Oh Gott, bist du nah. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Was hat denn der für ein Geräusch? Ist ja echt creepy. Okay. Oh, eine schöne Klopistole, würde ich mich ja langsam drüber freuen irgendwie. Wir müssen uns mal darauf konzentrieren, dass wir Felder ansetzen. Das wird echt wichtig. Und wenn es nur Mais ist, also nur, wenn wir nur Mais anbauen und das als Nahrungsquelle nutzen. Auch wenn das Ding nur fünf Leben gibt oder fünf Essen gibt. Wenn wir jede Menge Mais kochen können, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Wo passiert denn hier die Action? Da ist irgendwas vor der Tür. Na gut. Irgendwas Aggressives. Zum Glück gibt es die Kreischerinnen nicht hier in dem Spiel. Also in diesem Mod-Paket. Also gibt es schon, aber die sind halt nicht so, dass sie einen dann 5 Tonnen an Zombies auf den Hals hetzen, wenn man in so einem Poi unterwegs ist. Das finde ich doch sehr angenehm, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt kein Problem mit der Herausforderung habe, aber es ist natürlich stressig, wenn du eh schon am Limit bist und dann kommt von draußen noch entsprechend Party dazu. Das braucht man nicht wirklich. Also ich brauch's nicht. Persönlicher Geschmack, ne? Ich spiele auch ohne Horde, da haben auch Menschen gesagt, ist nicht Tag Horde, ist nicht die Horde an Tag 7, also in den Folgen, wo der Tag 7 war. Nee, ich spiele schon seit langem ohne Horde und ich bin damit... Nein, 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 nein! Toll. Ich hab die falsche Taste erwischt. So, die Gläser hat, die haben Flaschen, haben Rezepte. Es gibt so, die sehen aus wie so eine halbe PET-Flasche. So, bitte nicht nochmal Essensturz. Und da sitzt ein Zombie. Wir haben ja einen fantastischen Bogen. Haben wir ja bekommen. Na, Lady? Na, der ist schon nicht schlecht, ne? Oh, vorbei. Ich glaube, man hat sich gerade irgendwas durchgeprügelt. Oder? Oder war das unten? Kann noch unten gewesen sein. Ich dachte, da kommt jemand rein jetzt. So. Bowhunters. Okay, nice. Na. Okay, sonst sieht's ganz gut aus. So, da sind die Vorräte, die wir brauchen, damit wir auch hier entsprechend die Quest endlich mal abschließen. Ich möchte endlich mal in Level 2 kommen. In der Hoffnung, dass die Wege nicht so lang sind. Denn im Moment fahren wir hier fast 1 Kilometer und zur nächsten Quest. Oder sagen wir mal 900 Meter zeigt er jetzt gerade an. Okay. Euch nehmen wir mit. Euch machen wir klein. Wir brauchen ja die Vorräte. Jetzt gehen wir nochmal... Ach nee, das ist das gar nicht. Ich dachte, es geht nochmal weiter in den Keller. Nee, es geht schon nach raus. Sehr gut. Ja, cool. Ich lade zu Hause ab und wir sehen uns dann gleich bei Jen, um die Quest abzugeben. Bis gleich. Hallo Jen, ich bin zurück.
Oh my god, I haven't seen you for a while. I thought maybe something bad had happened. Nee, diesmal nicht. Diesmal ist alles gut gegangen. Vielen Dank. Munition. Ich habe keine Ahnung, welche Munition wichtiger. 110, 160, nehmen wir die teure. Deine Belohnungen waren auch schon mal besser, Jen. Oh, eine Abholen-Quest in 564. Dankeschön. Oh. Hälfte wieder vergessen, ne? Jedes Mal renne ich raus und vergesse, dass ich ihr noch was verkaufen wollte. Hey there. Are you looking for medical? Remember me, if you need medical supplies. Das werde ich auf jeden Fall. Das machen wir definitiv. Können ja mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwie Honig oder Antibiotika da ist. Nein. Oh, ne, hochprozentiger Alkohol. Nehme ich auch. Hilft auch gegen das Vergessen. Hilft um zu vergessen, wollte ich sagen. Nicht um. Der Sturz. So, machen wir hier einen Cut. Wir machen keinen Cut. Wir fahren jetzt gemeinsam. Vielleicht entdecken wir was Hübsches. Hier ist eine Autowaschstraße. Ja, ein Moped wäre schön, ne? Ein bisschen was Fahrbares. Jetzt müssen wir aber erstmal unseren XP-Defizit hier wieder wettmachen. Damit wir wieder ins Positive kommen und noch ein bisschen aufsteigen können. Guck mal hier, so Waschboxen. Eine Tanke mit Waschboxen. Girls, girls, girls. Oh. Wo ist er? Mist. Bin ich nicht reaktionsschnell genug, um hier Hirsche zu jagen. Wo geht's denn hin? Geht's hier in das Lager? Nee, hier geht's bestimmt nicht rein, oder? Schwächeanfall. So, bevor der uns hier verfolgt. Da ist eine Tasche, die nehmen wir mit. Siehst du mal, lohnt sich auch mal so eine Tasche aufzunehmen. Ich probiere mal gerade was. Wie bin ich denn mit dem Messer drauf? Na, da tickt zumindest der Bluteneffekt drüber, ne? Geht schon. Komm, den Wagen nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon mal hier davor stehen. Oh, Werkbankbuch. Das ist gut. Komm, den nehmen wir mit, wir brauchen die XP. Mr. Clark. Es flüchtet in die andere Richtung. Dann flüchte. Deine Chance. Hör auf. Oh Gott, ich muss vom Auto weg. Wenn der hier drauf einprügelt oder sie drauf einprügelt, dann wissen wir ja, das geht auch mal ganz schnell schief. Na, das ist ja mal ein schönes Fleckchen hier, oder? Das Haus gefällt mir gut. Gut, dann. Was wir machen? White River Supplies. Okay, im ersten Stock. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Hat er mich gehört? Auch lang nicht mehr, dass wir die in den Boden quetschen. Ist hier. Ach shit, da war ein Briefkasten, den habe ich übersehen. Egal. Wird schon werden. So. Oh, mein Schraubenschlüssel ist fast kaputt. Das ist schlecht. Haben wir irgendwie Ersatz dabei? Auch nicht, ne? Den nehmen wir. Oh, ja. Wow, geil. Sehr schön. Ranch-Waffe Qualität 4. Da
Das ist sehr gut. Ja, es wird Zeit, dass wir die Bücher kriegen, damit wir die Werkbank aufstellen können. Was? Nichts drin? Ich muss jetzt nur gucken, dass ich mich zurückziehe, wenn die Waffe kaputt ist. Dass ich die Zeit habe zu reparieren. So, ich wrench jetzt nicht auseinander, ich weiß nicht, da bin ich zu ungeduldig. Wir werden zwar später dann wahrscheinlich Probleme mit dem Material kriegen, was wir brauchen, aber da gibt's nichts. Die Pflanze retten wir. Toll, wegen Gammelfleisch habe ich hier das Ding verprügelt. Du kommst mit nach Hause, du kommst mit nach Hause. Ach, warte mal, die Vorräte sind unten, oder? Nee, sind hier. Hä? Sind die unterm Bett wieder? Sind unterm Bett, oder? Sehr gut, dann haben wir zumindest schon mal die Quest abgeschlossen, falls wir jetzt hier irgendwie draufgehen sollten. Na komm raus, mein Kleiner. Ein bisschen Plaster und Elaster. Ah, da ist es doch schon. Oh, bei Stufe 2 geblieben. Glück gehabt. Sehr geil. Ja gut, das ist eine Stahlwaffe, ne? Da ist der per Zufall entscheidet ja dann, ob die Waffe auf dem gleichen Level bleibt oder nicht. Jetzt hatte ich diesmal Glück. Finde ich gut. Da freue ich mich. Doch, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir ein Upgrade, dass die Waffe nicht kleiner wird. Kleiner wird, also vom Level kleiner wird, so. Nur noch eine Mini-Waffe. Billardtisch haben wir selber zu Hause. Ah, warte mal, war hier nicht ein Hund um die Ecke? Könnte ich fast, oder war das das nicht? Ah, okay. Oder so. Hier war doch auch jemand in der Ecke, oder? Oder auch nicht. Oh, Loot. Na, was ein Timing. Was ist denn das? Eine Kampfaxt. Wow, die macht aber richtig gut Schaden. Eine Kampfaxt, zu welcher Kategorie gehört denn eine Kampfaxt? Messer anscheinend, ne? Wenn hier ein Messer davor ist, wahrscheinlich zum Messer. Okay, interessant. So, Bolzen werden wir erstmal nicht haben. Die können wir zu Nägeln machen. Was ist das hier? Kobalterz. Aha, okay. Dann reparieren wir die hier noch. Oh, dann gehen wir abgeben, wa? Gut, wir haben alles geleert. Ah, hier haben wir noch eine Kiste übersehen. Fast da gelassen. Wo ist das andere Buch hin? Da. So, raus hier. Gibt es hier einen schnellen Ausgang? Auch nicht, ne?
Oh, warte mal kurz, wie kommen wir denn? Wie kommen wir denn daran? Hier übers Geländer? Jo. Oh! So, was brauchst du für Munition? Oh, die hat aber echt wenig Schaden. 556. Nun. So. 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 Aber 556 haben wir nicht dabei. Okay. Naja, können wir ja ändern, ne? Das können wir ja ändern. So, wo ist hier der Ausgang? Da nicht. Gehen wir hier wieder raus. Wir sehen uns gleich bei Jen zum Abgeben. Bis gleich. Oh, Futtertier. Oh Gott, drüber gesprungen. So, hab ich dich. Oh, das ist das Riesenhuhn. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal so ein Riesenhuhn. 33 Federn hat ein so ein Gockel gegeben. Boah, krass. Gut, bis gleich bei Jen. Da habe ich auf dem Rückweg noch was entdeckt. Die habe ich gerade mal alle aufgeschlagen. Ich wollte euch nur dabei haben. Dass, falls wir hier alle entsprechenden Magazine finden, die wir noch brauchen, damit ihr dabei seid. Und den letzten hatte ich noch nicht aufgeschlagen. Den machen wir jetzt auch noch auf. Und dann... Knochenmesser. Okay, was ist denn das hier? Schatzkarte. T2 Baumaterialien. Okay, cool. Schrottmaschinengewehr freigeschaltet, Stufe 3. Okay. Okay, hat sich doch gelohnt. So, jetzt fahren wir gemeinsam zu Jen. Jetzt mache ich keinen Cut mehr. Wir sind ja schon fast da. Ich habe nur diese 3 bzw. 4 Zeitungsständer noch gesehen. Und dachte, die nehmen wir doch gemeinsam mit. So, wie viel fehlen uns denn für die Werkbank noch? Ich gucke jetzt nochmal kurz. Ups. Wie war das? 1 Werkbank, ne? 1 Werkbank. Noch 4 Magazine. Wir haben gerade ein Magazin bisher gefunden. Naja, gut. Dann ist dem so. Oh, hi. I knew you had it in you. Good work. Ich glaube, die geben ganz gut Energie. Deswegen würde ich die jetzt nehmen. Dann haben wir was für zwischendurch. The Parker Residence, the Thumb Residence, the Richmond. Rich klingt gut, oder? I would love to. Whoa, this is a dangerous one. Top tier treatments ready. Ah, kriegen wir schon hin. Gut. Passt. Leaving so soon? Ja, ich muss los. We could hang out a while. Was? Ja, natürlich. Wohin? Wann? Ich gehe schon mal vor. Bis gleich. Nee, war natürlich nur ein Spaß. Also ich glaube, die paar Punkte, die ich jetzt hier investiert habe in, also wir können ja mal die Schatzkarte aktivieren. Meter, machen wir das noch oder machen wir es morgen früh? Wollen wir das noch machen? Was soll schief gehen, oder? Wir haben ja keinen schlechten Zustand, wenn wir hier jetzt in der Nacht buddeln gehen. Maximal kriegen wir aufs Maul, aber das Risiko besteht ja immer. So, die Pflaster, wir haben das Geld schon wieder nicht verkauft, ist aber nicht schlimm. Ich habe irgendwo einen Kaffee gesehen. Wo habe ich denn den Kaffee? Hatte ich nicht so eine Tasse? Hier. So. Komm, dann ziehen wir das durch. Mach hier mal zu, sicherheitshalber. Dann können wir das auch noch durchziehen, oder? Es gehört zwar jetzt nicht zu der eigentlichen Questreihe, aber dann können wir noch, bevor wir schlafen gehen müssen, können wir noch eine kleine Buddelquest machen. Die Munition packe ich danach ein, das kriege ich jetzt hin. Aber sollten wir auf jeden Fall einstecken, damit wir so eine Angstpistole haben in dem Sinne als Ersatz. Ich meine, so eine Pipe Machine Gun, die ist schon gar nicht so schlecht. Ich meine, die hat sehr wenig, die macht sehr wenig Schaden, was jetzt nicht so geil ist, aber dafür kommen ganz schnell ganz viele kleine Freunde raus, die einen unterstützen.
geht's denn? Wie komme ich denn? Komme ich hier? Ich sehe nichts. Oh Gott, hast du mich verjagt? Steht er da im Busch? Wollte Wegelagerer. So, wo ist es denn? Das ist ein gutes Stück. Kriegen wir schon. So. ...75, 70. Schrei mich nicht an. Mit Baum drauf. Naja, gut. Dann. Ein bisschen was Kleines zu essen. Wo ist denn hier? Da hinten ist er. Hau ab, ich bin noch am Futtern. Geh weg. Lass mich. Oh, das gibt richtig gut Energie. Käffchen hinterher. Knüppel raus. So. Let's buddel. Bis gleich. So, da haben wir ihn freigelegt. Jetzt müssen wir nur noch aufschlagen. Also zum Glück, sage ich mal, gibt's die Spitzhacke hier in dem Modpaket. Das ist wirklich eine Riesenerleichterung. So, guck mal hier. Schaffen wir es sogar noch vor Zapfenstreich hier nach Hause zu kommen, oder? Oh, geil. Ziemlich geil. Wenn ich das jetzt richtig gerade gesehen habe. Nee, schade. Das waren normale Werkbankbücher. Ah. Schade, ich dachte, es wären jetzt gerade nochmal zwei Magazine gewesen, die uns der Werkbank irgendwie näher bringen, aber Spiel sagt nein. Wo geht's denn nach Hause? Da geht's nach Hause. Das ist ja schade. Ich dachte eben, wären da noch zwei Bücher drin gewesen, aber das sind die normalen Werkbankbücher, die wir auch brauchen, um Gottes Willen. Also ist ja nicht so, als wäre es verschwendet. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Es hieß, dass ich, als ich hierher gefahren bin, an einem Cracked Book vorbei bin. Aber wo war das? Ich bin doch hier, bin ich doch durchgefahren, oder? Kommen wir hier durch? Oh Gott, das wird eng. Es langt! Oh Gott! Oh Gott, was ein Weg. Hilfe. Ja, das ist der kleine Crackbook. Ja, den haben wir schon gelootet. Schade. Das war einer der ersten Crackbooks, die wir geholt haben. Auch ein selbst erstellter Poi von den Entwicklern. Nochmal, ich will mal ganz kurz gucken, aber ich glaube, die hatten wir schon, ja. Hatte ich das Feuerwehrauto schon? Ja, auch schon. Und den gegenüber? Ebenfalls. Na gut, da ist doch schon wieder unser Zuhause. So, ich sortiere mal aus und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, ich bin ja schon an dem Punkt, wo wir questen werden. Ich hoffe, ich bin am richtigen Gebäude. Na? Wer hat dir erlaubt zu rennen? Hör auf zu rennen. Geh weg. Mach langsam. Beruhige dich. Beruhige. Ja, genau, so ist gut. So, mal gucken, wo wir das hier aktivieren. Ach, das ist hier im Hinterhof. Was? Hast du mich gesehen? Kommst du her? Vielleicht sind es die XP, die ich brauche, um ins Positiv zu gehen. Naja, da fehlt noch einiges an XP. Der doppelte Tote in dem Kirchturm, der hat mir ordentlich XP geklaut.
Na du? Er ist ganz schön stabil. Ich habe mir mal Munition mitgenommen hier für meine Pipe Machine Gun. Ich habe eine Mod drin. Boah, die fressen ja ordentlich. Gut, der hat jetzt auch 1200 Leben, ne? Das ist natürlich auch jede Menge. Zum Glück pullt man hier keine Kreischerin mit den Schüssen. Kann ich denn hier die Dinger mitnehmen? Aber ich glaube, da kriege ich nicht das wieder, was ich brauche, oder? Bisschen Potassium. So, der sagt hier rein, oder wie? Hier. Guck jetzt erstmal die Garage durch. Waschmaschine unberührt. Klingt auch wie ein spannendes Buch, oder? Ah, das sind übrigens die Plastikflaschen, die ich die ganze Zeit nicht auseinandergenommen habe. Wo war denn der Briefkasten? Da. Die hier. Die habe ich zu Hause nämlich jetzt gescrapped in der Nacht, als ich hier mich vorbereitet habe für den nächsten Tag. So, aber hier geht es auch nicht weiter. Ich glaube, ich muss nochmal über den Rosenstock da rein. Und müll mir möglichst mein Inventar zu. Lauf. Muss ich hier rein oder was? Ah, hier wahrscheinlich. Ja. Lass mich. Will nicht einbrechen. Jetzt ist die Frage. Ja. Ich gehe einfach mal den unkonventionellen Weg. Fühle mich auch ein bisschen beschissen, muss ich sagen, wenn ich hier die Bücherregale loote und dann nur ein Papier kriege oder gar hier diese Blueprints. So. Da ist noch ein bisschen was. Loot. Zwei Blechdosen. Yay. Hier irgendwie drüber? Ah, nee, nicht A. Ich dachte. Hier geht's auf jeden Fall ins Haus rein. So, wir brauchen auf dem Dach gibt's noch ein Vorrat und da unten ist ein Schalter. Weil man da oben ist aber auch was versteckelt. Kommen wir da hin? Nee, da ist nichts drin. Müssen wir da drüben rein? Nee, die ist verschlossen. Wie ging das denn dann hier weiter? Oder ging das über die Treppe und dann runter? Oh, da sitzt einer. Sitzen vor allen Dingen. Nee. Da läuft jemand. Au, Mist. Ganz kurz mal Wunden lecken. Ich dachte, du wärst tot. Stehst du wieder auf? Blöd, Mann. Hätte ich wenigstens mal einen Pfeil mal mitbringen können. Nehme ich den so lange. Aber eigentlich müssen wir höher, ne? Mal im ganz schnellen Verfahren hier durch. Die nehme ich alle mit. Die bringen uns nämlich Bretter.
Wobei, doch, wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Definitiv müssen wir hoch. Wo ist denn derjenige? Da hinten. Komm, wir gehen mal über die Treppe hoch. Achso, hier sind wir gerade rein. Haha. Geht's dahinter? Ne, da geht's in diesen freien Raum. Da müssen wir nicht hin. Hier waren wir auch. Hier sind wir raus. Aber das ist doch nicht der Weg, der offizielle. Wie geht's denn hier aufs Dach, frage ich mich gerade. Oder hier außenrum. Das, was ich jetzt mal mache. Ach, ich erinnere mich, was das für ein Raum ist, natürlich. Okay, ist vielleicht dumm, was ich mache, aber... Der Ritualraum. Schauen wir hier gerade zu. So, die White River Supplies müssen hier irgendwo... Da sind sie auch schon. Sehr schön. So, scrappen, lernen, lernen, scrappen, scrappen. Okay. Sehr gut. So, hauen wir hier ab, oder? Wo geht's denn hier raus? Wo ist unser Fahrrad? In die Richtung. Das könnte... Geht. Futtert hier. Wir haben ja schließlich Hunger, ne? Hat gelangt. Oh, hat nicht gelangt. Da war ich ein bisschen voreilig. So. Wir sehen uns gleich bei Jen. Bis gleich. Wow. Ich war gerade am Aussortieren friedlich und schon werde ich hier wieder belästigt. So, what are you buying today? Hm. Ich nehme tatsächlich das Essen. Hä? Jetzt kriege ich nochmal ein Fahrrad? Ah, dann haben wir die 20 Quests geschafft. Ja, nochmal ein Fahrrad brauche ich nicht wirklich. Eine Rohrzange der Stufe 1, habe ich eine bessere? Boah, jetzt ist halt die Frage, nehmen wir das Bücherpaket oder das Nahkampf? In dem Bücherpaket könnten die Bücher drin sein, die wir brauchen, damit wir endlich die Werkbank kriegen, ne? Und Nahkampf, schwierig. Auch Nahkampf, nee, ich nehme Bücher. Ich muss die Bücher nehmen. Oh, ich weiß. Kann ich beides? Bücher sind wichtiger. Okay, ist noch Stufe 1. Das heißt, Herausforderung, schließe Quest 1 Stufe ab. Okay, die haben jetzt beide abgeschlossen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich auf den nächsten Tag warten, ne? Aber wisst ihr, was wir machen? Fantastic. Wir buddeln noch mal ein bisschen, weil dann haben wir die Chance auf ein... Was ist denn das? Ein Waffengürtel-Mod.
Rüste den Waffengürtel in der Beinausrüstung aus, erhalte 10 Inventarplätze. What? Ernsthaft? Moment, muss ich ausprobieren. Warte mal, Mod hier raus. Geht die da rein? Yo. Krass. Du heiliger Bimbam. Und noch ein extra. Noch ein Skillpunkt. Okay, warte mal. Dann müssen wir aber die Taschenerweiterung in irgendwas anderes. Machen wir sie in die Schuhe oder so. Guck mal, hier haben wir fast voll dann. Was haben wir hier bekommen? Ein Händlernotizbuch. Mit den Händlernotizen kannst du am Lerntisch Bücher herstellen. Ah, interessant. Okay. Mhm. Cool. Heben wir uns auf. Und ich verkaufe dir mein Geld. Anything particular on your mind? Thanks for the business. Nur die Sachen verkaufen. Stay safe out there. Ah, schade. Einen blöden Speerjäger haben wir bekommen. Das ist ziemlich mau. Aber egal, ich will nicht meckern. Das ist alles gut. Gut, dann gehen wir nochmal buddeln und ja, hoffen, dass wir bessere Bücher... Achso, Bücher wollte ich noch kurz gucken. So viel Zeit muss sein. Aber ich glaube, sie hatte keine, ne? Safe supplies, right here. Rifle, Shotgun, Medical, Magnum. Nee. Nee, das sieht nicht gut aus. Nee, you know, passt schon. A few things turned up missing the other day. Na gut, dann bringen wir den Tag noch rum, weil erst am nächsten Tag würden ja die Quests wieder aktualisieren. Ich kann aber auch einmal ein- und ausloggen, dann haben wir vielleicht den Tag nicht komplett verbraucht. Ist zwar so nicht ganz richtig, aber wir wollen ja langsam auf Stufe 2 Quests kommen, ne? Na gut, dann starten wir die nächste Folge mit ein bisschen buddeln. Also, bis zum nächsten Mal, bis morgen. Tschüss!